Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video endlich mal auf diesem Kanal wieder. Vielleicht habt ihr es in meinem Wochenblog schon im letzten gesehen. Warum es keine Videos mehr gab, lag nicht daran, dass ich keine Lust mehr hatte, sondern eher daran, dass mein PC den Geist aufgegeben hat. Jetzt ist hoffentlich wieder alles okay. Also beim letzten Mal, als ich geguckt habe, ja, ich hoffe, die nächsten beiden Videos, also der Wochenblog und dieses Video können hochgeladen werden. Nicht, dass mich wieder so eine böse Überraschung erwartet, aber ich gehe mal erstmal von dem Besten aus. Und hoffe, dass das klappt. Das ist übrigens das erste richtige Video von meiner neuen Wohnung aus. Wie ihr vielleicht seht, sitze gerade im Wohnzimmer auf meinem Sofa. Und dieses Video soll hauptsächlich eigentlich eine Verlosung sein. Aber ich wollte euch vorher noch ein Produkt vorstellen. Geht ganz schnell. Das habe ich zugeschickt bekommen. Und zwar von Rossmann. Und zwar ist es von Trackle Moon ein Duschgel. Das ist wohl nur eine Limited Edition, aber die Limited Editions von Trackle Moon sind meist relativ lang erhältlich, so wie ich das bisher mitbekommen habe. Genau, es handelt sich hier um ein Duschgel, das sind immer 500 Milliliter, was sehr lange anhält. Also ihr seht das, ich benutze das jetzt schon, weiß nicht, wann habe ich das zugeschickt bekommen, ich glaube Anfang oder Mitte Februar und es ist ja so wenig raus, also es hält sehr, sehr lange. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, weil ich mag Trackle Moon, was Duschgel angeht, sehr gerne. Ich bin kein Fan von den Bodylotions, muss ich sagen. Also auf meiner Haut finde ich die nicht angenehm. Weiß nicht, ich finde die nicht pflegend. Aber darum soll es nicht gehen. Es geht um dieses Duschgel und die Duschgels finde ich sehr, sehr gut. Gerade diese Richtung. Ich habe mich halt sehr darüber gefreut, als ich jetzt dieses hier bekommen habe. Das ist halt Warm Cookie Dough. Also ja, richtig, richtig gut riecht das. Oh, es riecht richtig geil. Das ist genauso meine Geruchsrichtung. Nicht nur, weil ich das jetzt bekommen habe. Ich finde es wirklich richtig toll. Deswegen wollte ich das nur zeigen. Ich zeige euch ja eigentlich immer die Sachen, die ich so bekomme. Und wollte euch das ins Herz legen, weil es wirklich ein tolles Produkt ist. Also mir gefällt es sehr gut. Gerade jetzt so zu der ein bisschen kälteren Jahreszeit noch, finde ich diesen Geruch sehr, sehr passend. So herbst-wintermäßig finde ich das echt, echt gut. Von daher, ich hoffe auch, dass es das nicht nur jetzt gibt, sondern dass sie das vielleicht nächstes Jahr dann noch mal wiederbringen. Ja, weil mir gefällt der Geruch sehr, sehr gut. Ihr könnt ja einfach mal dran schnuppern. Gibt es bei Rossmann, bei DM, ne? Ihr wisst Bescheid. Genau. Und jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen. Und zwar zu der Verlosung. Es befindet sich alles jetzt in dieser Box. Ich mache jetzt eine Verlosung so als, ja, tut mir leid, Verlosung. Keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Weil ich ja, wie gesagt, jetzt so lange keine Videos mehr hochgeladen habe. Und deswegen wollte ich mich bei euch trotzdem nochmal für alles bedanken und ich zeige euch mal einfach, was da jetzt drin ist, habe ich mir mal so gedacht. Ist so ein bisschen sommerlich, diese Box. Ich habe die schon mal so ein bisschen sommerlicher gepackt, meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ja, schon mal um so ein bisschen aufzumuntern, dass es langsam wieder bergauf geht und ich fange einfach mal an, euch das zu zeigen. Einmal ist da drin von Sun Ozone Après Body Splash. So, ich mache das ein bisschen schneller, weil, ja, keine Ahnung. Dann habe ich einen Rasierer von Nivea, Protect and Shave Rasierer mit Wechselklingen. So. Dann von L'Oréal Paris Colorista Spray, ein One Day Color in Mint. Das ist diese hier. Eine Handcreme von Crabtree and Evelyn London. So sieht die aus. Dann einen Primer, einen Tinted Primer, so ein bronziger Primer, also passend zum Sommer, wenn man so ein bisschen vorgebräunt ist und noch ein bisschen so, ja, den Teint so ein bisschen schöner machen will. Dieser Primer hier von Laura Geller, den habe ich nämlich schon ähnlich, deswegen wollte ich den verlosen, weil ich habe den schon in nicht tinted, sage ich mal, in ganz normal. Brauche ich nicht zweimal, aber der ist ganz gut, also könnt ihr euch drauf freuen. Dann einen schönen Catrice Nagellack in einem schönen Rot, schön kräftiges Rot. Von Bella Pierre ein Shimmer Roll-On fürs Face. Von Sleek einen Gloss Me Gloss. So sieht der aus. Von Studio 10, das ist ein Perfecting Lip Liner. Der hat zwei Seiten. So sieht der aus. Ich hole ihn mal jetzt nicht raus. Und dann noch zwei weitere dekorative Produkte. Und zwar einmal von Lord & Barry. Das ist, glaube ich, so ein brauner Kajalstift. Und dann noch von Model Co. Habe ich einen Augenbrauenstift. Ich kann mal kurz aufmachen, um zu gucken, wie die Farbe ist.
Seht ihr das? Erkennt ihr das gut? So ist die Farbe. Also ich denke mal eher, also am besten schätze ich mal für Blondinen geeignet. Aber ihr könnt ihn einfach testen, ansonsten könnt ihr ihn verschenken. Genau, das sind die Produkte, die sich in dieser Box drin befinden. Und ich hoffe, ihr nehmt wieder fleißig alle teil, wie sonst eigentlich auch. Das würde mich sehr, sehr freuen. Alles Weitere werde ich, denke ich, mal unten in die Infobox schreiben. Ich weiß gerade zu diesem Zeitpunkt tatsächlich auch noch nicht, wo die Verlosung stattfindet, obwohl ich glaube, die mache ich doch hier auf YouTube. Die wird hier auf YouTube stattfinden. Wenn ihr nochmal genau wissen wollt oder ein Bild sehen wollt über die Produkte im Allgemeinen, könnt ihr bei mir auf Instagram vorbeigucken. Da heiße ich auch Laura's Beauty Channel. Und ansonsten steht alles Weitere unten in der Beschreibung. Da könnt ihr nachgucken, wann die Verlosung zu Ende ist, was ihr dafür tun müsst. Und haltet euch bitte dran, weil, oh, guck mal, da will gerade jemand Hallo sagen. Oh, mein Baby. Ja, so, hau wieder ab. Weil viele von euch fragen sich immer, warum sie nicht gewinnen. Aber das liegt daran, dass ihr einfach die Sachen nicht befolgt, die da draufstehen. Und ich gucke das natürlich schon nach. Deswegen wäre es gut, wenn ihr euch das genau durchlest und das auch einhaltet. Weil sonst werdet ihr leider nicht gewinnen. Und ja, das war es jetzt auch schon zu diesem Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!